Hey Leute, was geht ab? Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch heute mal ein bisschen was zum Aral Ultimate 102. Und zwar auch ein bisschen inspiriert durch JP mit seinem Besuch bei Aral und so weiter und so fort, habe ich mich mal auch dazu breitschlagen lassen, dass ich das auch mal tanke. Ich habe sonst in den letzten Jahren komplett immer durchgängig Super Plus getankt. Immer schön zu 98 Oktan. Überall, immer in jeder Gelegenheit. Am meisten bewegt hat mich gar nicht so jetzt der Leistungszuwachs im Endeffekt, sondern am meisten interessiert hat mich die reinigende Wirkung des Ultimates, so wie ich das verstanden habe und wie ich auch rausgehört habe. Auch ein bisschen Recherche gehabt, habe ein paar Leute und bin in der Gruppe drin, wo darüber auch diskutiert worden ist und so weiter. Und unter anderem ein paar Tuner, die sich damit auseinandergesetzt haben, die verschiedene auch Spritbooster getestet haben in Verbindung mit einem schlechten Sprit oder guten Sprit etc. Und da habe ich ein paar Informationen jetzt her, die auf jeden Fall ganz nice sind. Und wie gesagt, der Hauptfaktor war für mich die reinigende Leistung des Motors. Also da war ja dieses Beispiel bei JP, da läuft ja für mich ein Hund rum. Da war das Beispiel bei JP, wo du halt den RS4 hattest mit den zwei V8-Bänken, wo die eine mit Schrott und die andere mit dem guten Sprit gemacht wurde. Wer will seinem Motor nichts Gutes tun? Also ich auf jeden Fall schon. Und von daher tanke ich das Zeug jetzt auch. Kleine Erfahrung dazu kann ich sagen, auf jeden Fall jetzt schon. Ich bin jetzt letztens auf der Autobahn rumgeballert mit meinem Wagen und habe das mal ein bisschen die Leistung abgerufen. Und es ist tatsächlich, man merkt schon minimal, dass es besser geht, dass er obenrum ein bisschen mehr dreht. Minimaler Spritverbrauch habe ich jetzt nicht festgestellt, denn in dem Moment war ich bei, auf die letzten, glaube ich, 170 Kilometer, war ich mit 17 Liter unterwegs. Also er hat ordentlich geleistet. Was ich aber sagen kann, ich kann euch sagen, woher das Zeug kommt, was das für ein Zeug ist und dass man das auch so bekommen kann, ohne das Ultimate zu tanken. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Also es ist im Prinzip auch ein Additiv. Im Endeffekt ist es so, das Additiv heißt Kerupur. Ich muss mal kurz nachschauen, haben wir das mal hier im Handy rausgeschrieben. So, ich habe es kurz rausgesucht. Also, das Zeug, was da drin steckt, heißt Kerupur. Genaue Bezeichnung Kerupur 3131S45N Injektionsreiniger. Das Zeug stammt ursprünglich von BASF. Ich habe da auch einen Link, da könnt ihr mal reinschauen, direkt von der BASF-Seite. Und lustigerweise in der Gruppe, in der ich bin, arbeitet der Daddy bei BASF. Und der hat sich da mal ein bisschen schlau gemacht und nachgefragt. Und eigentlich kannst du das Zeug gar nicht kaufen, das geht nur an Großhändler wie Aral oder wenn du irgendwie eine Raffinerie hast oder sowas. Also als Normalmann kommt man da eigentlich nicht ran. Der Punkt ist aber tatsächlich, dass Mercedes-Benz hat das im normalen Sortiment als Injektionsreiniger im Angebot. Ich habe die Teilnummer vorliegen, ich habe hier eine beendete eBay-Auktion auch dazu, wo das irgendwo mal verkauft wurde oder sowas. Und ich werde dir auch mal ein Bild einblenden, also ich sehe das hier gerade, das von Mercedes-Benz gibt es das zu kaufen mit Artikelnummer, die labere ich jetzt nicht hier, das macht keinen Sinn, auf jeden Fall gibt's. Ich blende euch hier gleich ein Foto ein, wo ihr das mal anschauen könnt. Und ja, theoretisch kann man sich das auch separat kaufen und dann halt in den Tank einfüllen und dann damit die reinigende Wirkung erzielen. Muss aber kein 102 Oktan tanken, sondern du kannst von mir aus auch einen normalen Super tanken. Der entscheidende Punkt ist aber tatsächlich der, dass je höherwertiger der Sprit ist, desto besser ist die Wirkung des Produktes auch. Jetzt so als allgemeine Faustformel. Das gilt auch für Oktanbooster, wo man verschiedene durchprobiert hat, um zu gucken, ob man da irgendwie mehr gewinnt, weniger gewinnt, also an Oktan. Und in dem Fall jetzt die 102 Oktan, die das Ultimate jetzt hat für meinen Wagen. Es ist so, dass diese Steuergeräte eigentlich nur für, sag ich mal, so eine Erkennbarkeit haben oder darauf ausgelegt sind und programmiert sind, mit bis zu 100 Oktan klarzukommen und damit dein Zündwinkel und Klopfsensoren, Sensorik und so, ich bin jetzt nicht extrem vom Fach, aber damit halt so umzugehen, bis 100 Oktan umgehen kann. Die 102 Oktan, die 2 Oktan mehr gehen im Prinzip jetzt, weil der Wagen nicht gechippt ist und nicht drauf und das halt nicht kennt und erkennt, halt nicht drauf abgestimmt ist. Ist für mich aber zweitrangig, interessant, war aber trotzdem für mich mal zu wissen, ob ich eine 0
260 Zeit hinbekomme, wie ich das mache und ob das überhaupt Referenzwerte sind. Da können so viele Sachen bei reinspielen, ob das überhaupt was bringt, weiß ich alles nicht. Ich verschwinde gerade hinter der Sonne. Ja, deswegen keine Ahnung, auf jeden Fall meine Erfahrung so, gefühlt ist es schon etwas mehr Leistung, die kommt. Ich habe ein besseres Gefühl, dass ich meinem Motor was Gutes tue und den reinige, dass diese ganzen Verkuckungen, Ablagerungen und sowas weggehen. Ich bin auf den weniger Spritverbrauch gespannt, wenn ich normal fahre. Aktuell bin ich ja sehr viel am Ballern gewesen und auf der Autobahn unterwegs und fahre viel Stadt und relativ viel Kurzstrecke. Ich denke, da wird man nicht so viel bemerken. Also ich denke mal, wenn man normal fährt, ein bisschen längere Tour, ein bisschen Landstraße, Autobahn, eine kleine Tour abreißt, wird der Unterschied schon größer. Aber im Allgemeinen denke ich aktuell, weiß ich nicht, wie viel das ausmacht. Wie ich das aber gerade gemacht habe, ich habe den Wagen komplett leer gefahren, also Restanzeige war 0 und dann kam Strich und dann bin ich immer noch irgendwie 3-4 Kilometer weiter gefahren und dann habe ich den Wagen komplett voll gemacht. Normalerweise gehen da hier 63 Liter original rein, ich habe 67,5 hier reingedrückt, der war aber dann auch wirklich voll, der Tank, also ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viel Spiel drin ist. Und ja, habe jetzt einmal ein Viertel auf dieser Autobahn-Session weggeballert, habe die jetzt nochmal vollgetankt und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und was ich da jetzt so alles mache. Also ich wünsche euch was, viel Spaß, fahrt vorsichtig und Peace.